Komprimieren statt Zeit verlieren. Wie man am besten große Stoffmengen bewältigt, kriegt, erzähle ich euch jetzt. Mit die größte Hürde am Jurastudium ist in meinen Augen diese riesige Stoffmenge. Ja, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man kommt nicht ganz zu Rande, egal wie viel man lernt, das ist irgendwie so viel und das kann einen auch ganz schön erschlagen. Man hat irgendwie das Gefühl, es ist uferlos, was ja auch ein Stück weit stimmt, muss man sagen. Also es sind schon sehr, sehr viele Rechtsgebiete, die man bis zum Examen können muss. BGB AT, Schuldrecht AT, Schuldrecht BT, also Kaufrecht und Ausgüter, Kaufrecht, Wertvertragsrecht, Eiserecht. Zivilprozessordnung. Sachenrecht, Mobiliar, Immobiliar, Erbrecht, Familienrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Verwaltungsrecht, Baurecht, Kommunalrecht, Bundesemissionsschutzgesetz, Strafrecht AT, AT2, BT1, BT2. Strafprozessordnung. Also ich könnte jetzt ewig weitermachen, das waren jetzt die Rechtsgebiete aus meiner Prüfungsordnung damals, aber das war auch noch nicht abschließend. Ja, also es sind schon sehr, sehr viele Rechtsgebiete und jedes Rechtsgebiet für sich ist schon wahnsinnig breit und schon sehr, sehr viel. Also alle, die schon studieren, wissen, was ich meine. Das kann einen schon erschlagen. Und die größte Hürde ist eben, dass man diese ganzen Rechtsgebiete am Ende, wenn man das Examen schreibt, eben einigermaßen gleichzeitig auf der Pfanne haben muss. Ich weiß, es gibt Bundesländer, wo man abschichten kann. In Bayern kann man das zum Beispiel nicht. Da ist es tatsächlich so, dass man 6 Tage am Stück quasi, gut, ein Wochenende liegt dazwischen, dass man da jeden Tag quasi ein Rechtsgebiet schreibt. Also man muss in einem sehr geballten Zeitraum alle Rechtsgebiete, die man während dem ganzen Studium mal zu Gesicht bekommen hat, irgendwie auf der Pfanne haben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch den Stoff so weit wie möglich komprimiert, dass wenn ihr dann in der Examensvorbereitung seid, also dieses Jahr vor den schriftlichen Examensprüfungen, dass ihr da den Stoff möglichst schnell wiederholt bekommt. Ihr kommt in Teufelsküche, wenn ihr in der Examensvorbereitung anfangt, eure Unterlagen, vielleicht noch das Vorlesungsmaterial vom ersten Semester BGB-AT, was ja oft so ein Packen dann schon ist, dass ihr das anfangt nochmal im Detail zu wiederholen, das funktioniert so nicht. Ja, ihr werdet da nicht fertig werden, das wird zeitlich nicht hinhauen. Es ist wichtig, dass ihr euch so eine Art kleine eigene Bibliothek schafft, die ihr so weit komprimiert, dass ihr die Basics da habt, also zu jedem Rechtsgebiet die Basics, die wichtigsten Prüfungsschemata, die wichtigsten Definitionen, die Klassiker, ja, gestörte Gesamtschuld, beides als zu vertretende Unmöglichkeit, also ihr wisst, was ich meine, dass ihr das so weit komprimiert habt, dass ihr das möglichst schnell einfach in kürzerer Zeit wiederholt bekommt. Und das könnt ihr ganz unterschiedlich machen, je nachdem, was ihr favorisiert. Wenn ihr mehr so der digitale Typ seid, ja, dann könnt ihr das natürlich digital machen. Dann legt ihr euch verschiedene Ordner an, BGB-AT, und macht dann da eure vielleicht Word-Dokumente oder je nachdem, wie ihr das machen wollt, eure Tabellen oder was, schreibt euch da die Definitionen rein, die ganzen Prüfungsschemata. Speichert es dann aber bitte doppelt und dreifach ab. Macht euch vielleicht das auch auf eine externe Festplatte oder so. Da sind manche Leute schon ganz böse auf die Nase gefallen, wenn sie das nicht gut genug abgesichert hatten. Oder ihr macht das ganz oldschool auf Papier. Vielleicht wollt ihr euch Ordner anlegen, alles so auf DIN A4 Seiten zusammenschreiben und dann eben Ordner führen. Oder ihr macht das wie ich. Ich habe Karteikarten geführt. Ich habe mir damals so solche Kästen besorgt. Ich habe vorhin mal versucht durchzuziehen. Ich glaube, ich bin jetzt auf 13 Stück gekommen, ich habe aber auch noch welche im Keller, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es jetzt abschließend sind, aber ich habe mir eben so Kästen besorgt, hier beispielsweise Schuldrecht, wobei ich sie gerade isoliert, die Drittwiederklage, also ZPO ist auch mit drin, okay, ist nicht mehr ganz sortiert, ist ja wurscht. Beispielhaft habt ihr hier einen Kasten, ich habe also so kleine, vergleichsweise kleine Karteikarten geschrieben, weil ich da wirklich immer nur das Nötigste drauf haben wollte, also man muss halt gucken, wie übersichtlich braucht man das. Will man es eher großflächig haben oder eher klein, ganz Geschmackssache. Man kann natürlich dann mit farbigen Karteikarten arbeiten. Ich habe teilweise schon auch diese gekauften, fertigen Karteikarten hergenommen, wobei ich sagen muss, weil ich sehe es hier gerade, ein paar sind noch mit drin, die fand ich wohl gut, aber überwiegend, muss ich sagen, bin ich mit den großen, gekauften Karteikarten nicht gut zurechtgekommen. Mir hat es mehr gebracht, wenn ich mir die selber zusammengefasst habe. Kostet natürlich mehr Zeit, aber für mich war es irgendwie effektiver. Es gibt auch so ganz, ganz kleine, vielleicht wisst ihr, welche ich meine. Ich möchte nicht so wirklich viel Werbung machen hier auf dem Kanal. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr kleine Karteikarten. Die fand ich für den Einstieg ganz gut in manche Rechtsgebiete. Aber diese großen war jetzt für mich nicht das Richtige. Aber ihr müsst die immer selber ausprobieren, was für euch das Richtige ist. Grundsätzlich möchte ich noch sagen, finde ich es nicht verkehrt, wenn man auch verschiedene Methoden nutzt. Wobei ich darauf hinweisen möchte, weil das war so ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe mich relativ spät auf dieses Karteikartensystem festgelegt. Ich habe am Anfang, ich glaube im Arbeitsrecht, habe ich zuerst angefangen Hefte zu führen. Dann habe ich in irgendeinem anderen Rechtsgebiet, ich glaube Gesellschaftsrecht oder so, habe ich dann Ordner geführt. Also ich habe mal ein bisschen hier, ein bisschen da. Würde ich im Nachhinein nicht mehr so machen. Also ich würde möglichst am Anfang mich auf ein System festlegen und da einfach dann meine Bibliothek erweitern und nicht mal hier ein bisschen. Und das ist so uneinheitlich gewesen dann.
Und letztendlich musste ich dann doch alles nachschreiben und nacharbeiten und habe es dann doch in Karteikarten vor mir irgendwie zusammengefasst. Also das wäre so der Tipp, dass ihr das relativ von Anfang an einheitlich macht, damit ihr einfach ja nicht die doppelte Arbeit habt. Also grundsätzlich würde ich schon sagen, bleibt so bei einer Methode. Was mir aber geholfen hat, das möchte ich auch noch dazu sagen, ich habe Mindmaps teilweise noch gemacht. Also nachdem ich meine Bibliothek quasi fertig hatte, also meine Unterlagen, mit denen ich immer wiederholt habe, die Basics, Prüfungsschemata, Definitionen und so weiter, habe ich teilweise Mindmaps erstellt. Damit war dann letztendlich auch meine Wohnung so ziemlich tapeziert vom Examen. Das ist ja nichts zum Wiederholen großartig, sondern das hilft einem einfach nochmal ein bisschen vom Verständnis her, wie hängt was zusammen, sich das ein bisschen bildhaft vor Augen zu führen. Und das habe ich mir dann eben teilweise über die Spüle beim Abspülen einfach, ja, damit es immer wieder in Erinnerung kommt. Es ist natürlich so, ihr wisst ja, je mehr Kanäle ihr benutzt, desto eher bleibt der Stoff hängen. Und natürlich ist es auch so, dass je öfter ihr den Stoff komprimiert, also immer weiter zusammenfasst, desto eher bleibt ihr hängen. Ihr könntet also beispielsweise, wenn ihr in die Vorlesung geht, ja, also da unbedingt auch immer mitschreiben. Ja, also wenn euch da irgendwie eine Frage kommt, immer auch gleich aufschreiben, damit ihr daran denkt, es nachzuarbeiten und nicht hinterher so, naja, es ist ja vorbei, ist egal, sondern da wirklich dranbleiben, mitschreiben, dann vielleicht sogar die Unterlagen, die es dann oft im Internet dann auch zum Ausdrucken gibt, was dann eben oft sehr viel ist, zusammenfassen unbedingt, ja, nicht einfach abheften und zur Seite stellen, Zusammenfassungen schreiben, davon dann wiederum das Wichtigste noch weiter zusammenfassen, vielleicht dann auf Karteikarten oder wie ihr das eben möchtet. Und wenn ihr das dann so weit wie möglich komprimiert habt, dann könnt ihr eventuell, wenn ihr noch Zeit und Lust habt, dann euch noch ein Mindmap dazu malen und dann vielleicht eure Wohnung verschönern. Vielleicht habt ihr auch einen aufgeschlossenen Partner, der das auch mitmacht. Habe ich zum Glück gehabt. Ja, also deswegen schon der Tipp, komprimiert es so weit wie möglich, aber bleibt grundsätzlich bei einer Linie, damit ihr nicht anfangt in der Examensvorbereitung. So, jetzt hole ich mir noch den Medikus und mache den von vorne bis hinten und schreibe mir da was zusammen. Der wird empfohlen, der Medikus. Ich habe den auch zu Hause. Ich habe so ziemlich alles zu Hause. Aber letztendlich habe ich doch dann nur meine Unterlagen hergenommen, weil die schon komprimiert waren und weil es einfach viel schneller ging. Jetzt habe ich wieder viel gesabbelt, aber ich hoffe, dass irgendwas Informatives für euch mit dabei war. Wenn ja, ihr wisst Bescheid. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Gerne auch den Kanal abonnieren, wenn ihr einen Mehrwert davon habt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.